Die Drehscheibe Leipzig. Montag bis Freitag stündlich ab 18 Uhr bei Leipzig Fernsehen. Über DVB-T oder die Kabelnetze der Primacom und Kabel Deutschland. FC Sachsen nach Rückstand noch siegreich. Mit einem glücklichen 2:1 hat der FC Sachsen am Sonntag gegen Germania Halberstadt gewonnen. Der Oberligist tat sich am Anfang schwer und kassierte nach einigen Fehlern in der 35. Minute die fällige Quittung. Halberstadt traf zum 0:1 die Gäste in Führung. Auch die zweite Spielhälfte begannen die Grün-Weißen unkonzentriert. Doch dann in Minute 54 überraschend der Ausgleich durch Christopher Kuckelt. Die Leutscher danach mit deutlich mehr Tempo. Wenig später gelang Maximilian Heise die Führung zum 2:1. So auch der Endstand nach 90 Minuten. Am kommenden Sonntag muss der FC Sachsen bei der zweiten Mannschaft von Jena ran.